Wir haben eine neue Eskalationsstufe in dem drohenden Konflikt zwischen Russland und dem Westen erreicht. Das heißt, beide Seiten haben jetzt Pläne kommuniziert, wie sie gedenken, sich auf diesen Konflikt vorzubereiten. Von der russischen Seite her hat man, das heißt Putin, in einer Diskussion mit mehreren Vertretern ganz klar kommuniziert, wie er gedenkt auf die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine, mit der jetzt auch russisches Territorium beschossen wird, wie er gedenkt, damit umzugehen und welche Pläne er hat, um das zu kontern. Das heißt, er droht hier noch an, sodass der Westen da noch Zeit hat, darauf zu reagieren. Hier im Westen haben wir in Deutschland Pläne kommuniziert, das heißt Dokumente, die ihr herunterladen könnt, die ganz klar Auskunft darüber geben, dass man sich nicht mehr als Eventualität auf einen Krieg vorbereitet, sondern dass man diese Vorbereitung mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit durchführt. Das heißt, man geht hier von einer kriegerischen Auseinandersetzung aus, die unvermeidbar ist. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Es wird auch medial kommuniziert, dass es diesen Plan gibt. Und da steht eben drin, Regierung gibt neuen Plan für den Kriegsfall raus. Da wird nicht von Verteidigungsfall gesprochen, da wird von Kriegsfall gesprochen. Und das ist natürlich die Frage, wir haben ja immer noch keinen Friedensvertrag, wie das dann rechtlich ist und wie das rechtlich zu bewerten ist. Es könnte sein, dass die Leute in Ostdeutschland sich da etwas besser stehen als die Leute in Westdeutschland. Aber dieser Plan hat auch für Friedenszeiten im Frieden, taucht nämlich in diesem Plan öfters auf, bereits Konsequenzen. Und wir werden hier in diesem Video ganz kurz drüber sprechen. Lasst uns mal auf etwas eingehen, damit ihr auch die Brisanz oder die Dringlichkeit versteht. Wir haben hier ein Video aus der Schweiz, der neutralen Schweiz, die ebenfalls Übungen durchführt, nämlich zum Beispiel das Landen von Militärjets auf der Autobahn. Dazu wurde die Autobahn hier gesperrt. Dann ist man drüber geflogen und dann hat man diese Landung vollzogen. Autobahnen sind übrigens immer so gebaut, dass sie für den Kriegsfall herhalten können. Deswegen sind die Parkplätze groß, die Tankstellen besonders groß und ausgerüstet. Also das ist etwas, falls ihr es nicht wisst, das ist schon in dem Programm seit dem Kalten Krieg drin. Ich habe eine solche Eskalation seit dem Kalten Krieg nicht erlebt. Ich habe sie auch im Kalten Krieg nicht erlebt und ich habe also Abel Archer und andere Dinge miterlebt. Ich habe miterlebt, wie Bundeswehrsoldaten bei der NATO-Übung, bei dem NATO-Alarm, scharfe Munition ausgeteilt wurde. Also wir sind hier in einem Konflikt, der noch eine Größenordnung größer ist, bereits größer ist, ähnlich wie die Kuba-Krise. Nur glauben viele, sie könnten sich der nuklearen Auseinandersetzung entziehen und das Ganze wird eben konventionell. Und da sind wir gleich beim Punkt. In diesem Dokument wird darüber gesprochen, dass Deutschland die Drehscheibe ist für diese Auseinandersetzung. Drehscheibe im Sinne von Logistik. Und das heißt, dass man die ganze Infrastruktur, die jetzt vorhanden ist, bereits jetzt auf diese Bedürfnisse überprüft und sie vorbereitet. Das heißt, auch im Frieden können bereits Firmen, Organisationen, Beamte darauf trainiert werden, den Anforderungen im Kriegsfall gerecht zu werden. Das ist das, was jetzt kommt. Das heißt, man stellt jetzt in diesem Moment mit der Kommunikation dieses Planes die gesamte deutsche Wirtschaft auf eine Kriegswirtschaft um. Das heißt, es werden dann irgendwann Kommissare kommen etc. und bei dir in der Firma zum Beispiel überprüfen, was du alles da hast, davon Lagerbestände machen und dir befehlen. Oder dich dazu freundlich auffordern, bestimmte Bestände zu vergrößern, zu verkleinern, anderen zur Verfügung zu stellen etc. Das wird so ein schleichender Prozess sein. Man wird erstmal sich bemühen, eben bei dir vor Ort sozusagen einzudringen und diese Dinge zu entscheiden. Das ist das, was da alles drin steht. Und dann wird man auch für den Schutz der Objekte immer mehr Menschen benötigen. Die wird man entweder einberufen oder aus den Bürgergeldempfängern zum Beispiel rekrutieren. Wir haben übrigens in Deutschland eine große Bewegung von Menschen, das könnt ihr auch in den Kommentaren unter vielen Videos oder in den sozialen Netzwerken verifizieren, die diesen Krieg ablehnen. Ich würde mal so sagen, mindestens 30% lehnen ihn vehement ab, wollen nicht mitmachen, werden sich auch bei einer Einberufung unter Umständen widersetzen. Viele versuchen das über den Trick, ich verweigere nachträglich.
Oder ich verweigere jetzt zum Beispiel Michael Ballweg. Der hat sie öffentlich gemacht, sein Schreiben, dass er Kriegsdienstverweigerer werden möchte und den Dienst mit der Waffe ablehnt. Das ist Kriegsdienstverweigerung. Das wird dir nun nicht viel helfen, denn wenn du dir dieses Dokument durchliest, dann gibt es eine ganze Menge Aufgaben für andere Tätigkeiten, wo du keinen Dienst mit der Waffe machst, weil Deutschland die Drehscheibe werden soll. Und deswegen ist das nur wieder so ein Trick, etwas aufzuschieben, diese Konfrontation mit etwas aufzuschieben, was du nicht aufschieben kannst. Oder du kannst es, aber dann wirst du dich später, wenn die Sachen direkt vor deiner Tür sind, dann mit dieser Situation nochmal beschäftigen können. Du musst dir jetzt im Klaren werden, was du magst. Und ich glaube, sehr viele Menschen werden unter Umständen alles tun, damit dieser Kriegsfall nicht eintritt, und die Regierung wird sich darauf eben einstellen. Sie wird jetzt schon schauen, wer ist zum Beispiel Ampel- oder Altparteienwähler, und das werden wahrscheinlich die Leute sein, die auch zuerst eingezogen werden. Das ist das übrigens, was in den sozialen Medien immer wieder auch kommuniziert wird. Ampelwähler zuerst an die Front. Das ist das, was auch zum Beispiel in Kommentaren dann unheimlich viele Likes kriegt. Ich habe einen Kommentar gesehen, der hatte über 500 Likes, der genau das eingefordert hat. Politiker zuerst an die Front, Kinder der Politiker zuerst an die Front, etc., etc. Und das heißt, wir werden auch in Deutschland eine Auseinandersetzung mit diesem Thema sehen werden, innerhalb der nächsten Tage und Wochen, je nachdem, wie sich das entwickelt. Der Wille der Bundesregierung ist aber ganz klar, diese Vorbereitung runterzubrechen und durchzusetzen und koste es, was es wolle. Und man setzt da wieder auf diese feministische Strategie. Ja? Also das haben wir jetzt ja kürzlich gesehen, da haben sich einige Frauen oder eine oder mehrere beschwert, sie sind da so leicht geschubst worden und dann haben sie gleich geschrien, ja, wir sind hier wirklich tätlich angegriffen worden und so weiter. Ja? Und also das siehst du auch, zum Beispiel es gibt Videos über Flugzeuge, die fliegen, und dann gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau, so ein richtig großer Bär von Mann und eine Frau, die ihn dann praktisch so richtig ins Gesicht springt, in Anführungszeichen, also ganz nah vor ihm gestikuliert, artikuliert, ihn bedroht, und der Mann kann in dieser Situation eigentlich nur falsch handeln. Greift er sie an, verliert er. Und greift er sie nicht an, verliert er auch. Also musste er die Flugbegleiterinnen dazu bitten, diese aufgestachelte Person zum Beispiel, also in dem Fall, dann von ihm zu entfernen. Das sind Dinge, da schiebst du auch wieder nur eine Konfrontation auf. Und genau das sind Dinge, die wir in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr erleben. Warum erwähne ich das Ganze? Weil wir von diesen Politikern oder von dieser Mentalität eben in handfeste Konfrontationen reingeschoben werden. Denen ist das doch vollkommen egal. Und deswegen denke ich, ist es wert, sich dazu Gedanken zu machen. Nun, der Kriegsfall, ihr könnt das Dokument herunterladen und euch durchlesen, der Kriegsfall hat vehemente Auswirkungen auf die Versorgung, auf die Landwirtschaft, auf die Hilfsorganisationen, auf die Beamten. Und natürlich wird man dafür sorgen müssen, dass Fachkräfte für Frauen- und Kinderbetreuung vor Ort sind, wenn die Männer irgendetwas bewachen, die Logistik in Deutschland koordinieren, produzieren. Es ist übrigens auch drin beschrieben, dass du verpflichtet werden kannst, auch am Wochenende zu arbeiten oder Extradienste zu machen. Also all das ist mittlerweile darin schon beschrieben und es zeigt dir an, was man hier in Europa eigentlich möchte. Gehen wir mal auf Putin ein, die andere Seite. Und Putin sagt hier in diesem Interview ganz klar, dass die deutsche Führung nicht unbedingt die Interessen der Bürger vertritt. Schauen wir uns das mal ganz kurz an auf Russisch und dann nur damit mal so ein Gefühl kriegen, wie Putin tickt. Und dann gehen wir auf seine Antwort bezüglich der Waffenlieferungen ein. Немецкий интерес. Ну, понятно, в Германии нет полной. Also ich will es nicht länger machen, damit ihr nicht hier mit dem Russisch gequält werdet. Ich spreche auch kein Russisch, aber ich habe mir einfach die Körpersprache, die Tonalität angeschaut. Er ist in dieser Sitzung sehr, sehr ruhig gewesen, obwohl eben dieser Konflikt droht, obwohl jetzt sein Land beschossen wird, obwohl die roten Linien überschritten wurden. Und das bedeutet eines. Das bedeutet, dass er jetzt seinen Plan abarbeitet. Er kommuniziert auch ganz klar, wie er darauf antworten wird, dass die NATO Waffen geliefert hat und die Freigabe zum Angriff auf russisches Territorium erteilt hat für diese Waffen. Er sagt, er könnte jetzt das Gleiche tun und Waffen liefern in Länder, in denen sich
Militärbasen der Amerikaner zum Beispiel befinden, die sich im Konflikt mit diesen Ländern befinden. Ich gehe davon aus, dass man das auf russischer Seite auch erwägt und tun wird. Momentan sind Manöver, man läuft mit einem Teil der Flotte in Richtung Kuba. Ich denke, man wird unter Umständen dort neuere Waffensysteme positionieren, zum Beispiel Hyperschallraketen und andere Dinge. Und man wird unter Umständen auch, und das hatten wir ja schon bereits angekündigt, Waffensysteme in Länder liefern, wie den Jemen, zu den Houthi-Rebellen und anderen, die dann der amerikanischen Flotte zum Beispiel sehr gefährlich werden können. Wir haben eine Nachricht aus den letzten Tagen, dass die Houthis angeblich den Flugzeugträger Eisenhower angegriffen haben. Und diese Nachricht ist bisher noch nicht bestätigt. Ich denke, wir werden unter Umständen auch keine Bestätigung sehen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, nach den Angriffen auf die Flotte im Schwarzen Meer, die teilweise sehr erfolgreich waren, auch mit Storm Shadows durchgeführt wurden unter anderem, dass man schon längst ähnliche Waffensysteme in verschiedenen Ländern im Mittleren und Nahen Osten gelagert hat, beziehungsweise hintransportiert hat und jetzt eben dann die Freigabe erteilt, um militärische Ziele anzugreifen. Und damit würde man eine Hoheit über die Gewässer erreichen, vor allem in der Straße von Hormuz. Und damit hätten wir einen explodierenden Ölpreis, der auf uns zukommen würde, was natürlich für Russland dann sehr vorteilhaft wäre. Putin hat in diesem längeren Meeting auch erwähnt, dass immer noch eine Pipeline von Nord Stream funktioniert, aber die Deutschen das nicht wollen, sondern das Gas über andere Pipelines beziehen. Also auch da ist er ganz ruhig geblieben und hat das nochmal betont, wie sinnlos im Endeffekt diese Sanktionspolitik ist. Da muss man verstehen. Also ich kann das immer noch nicht nachvollziehen, wie blöd die Leute sind. Vielleicht kannst du ja mal in deinem Umfeld fragen und das unten in die Kommentare schreiben. Wenn du ein Land bist, was auf den Export angewiesen ist und selbst keine Rohstoffe hast, dann sind Sanktionen gegen andere ungefähr so, als spielst du russisches Roulette mit einer vollgeladenen Pistole. Auf der anderen Seite hast du Russland, das einzig und allein in der Chip-Technologie vielleicht nicht auf dem Stand Nummer 1 ist, das für seine Raketen und andere Dinge benötigt, aber mittlerweile Partner gefunden hat, die ihm da aushelfen können, unter anderem China. Das heißt, jedes Sanktionsregime gegen Russland verpufft eigentlich, weil dieses Land ja autark ist. Es wird immer darüber geredet, wie die russische Wirtschaft zusammenbricht. Dann bricht eben die Außenwirtschaft zusammen. Das ist für Russland nicht schlimm. Also, dass Leute das nicht nachvollziehen können, das ist mir bisher immer noch, Nun, kommen wir mal wieder zurück auf diese Themen. Wir haben also Putin, der nicht ankündigt, dass er etwas tut, sondern ganz gelassen, und das macht er auch körpersprachlich ganz bewusst, also er zieht sich da so zurück, er atmet so tief durch, dann spricht er so gelangweilt, ja, wenn die das machen, dann machen wir das eben auch, um den Eindruck zu erwecken, dass er vollkommen in der Kontrolle von etwas ist. Er ist also vollkommen männlich, deswegen habe ich vorhin auch diese feministische Politik nochmal erwähnt, die eben, wie in diesen Szenen in dem Flugzeug, sehr aggressiv auftritt, ja, und erreichen will, dass der andere aus seiner Rolle herausfällt, die Beherrschung verliert und sich in eine Aktion hineinbegibt, die für alle Beteiligten eigentlich schlecht ist. Aber das ist das, was feministische Politik eben ausmacht. Nun, diese Vorbereitung auf den Kriegsfall, ihr werdet euch jetzt sicherlich damit auseinandersetzen dürfen, was ihr macht in diesem Fall. Ich glaube, dass das für Ostdeutsche eine ganz andere Fragestellung ist als für Westdeutsche, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen unter Umständen anders sind. Ich glaube auch, dass in Ostdeutschland noch sehr, sehr viele Menschen sind, die sagen, ich habe da eine andere Meinung, ich drücke es mal vorsichtig so aus. Und das sind die Dinge, die demnächst auf uns zukommen. Und auch für Unternehmer in Europa wird es also jetzt die Frage, wenn also jetzt die Regierung kommen möchte und möchte meine Lagerbestände prüfen und andere Dinge, gefällt mir das? Das ist also eine wichtige Frage. Und die nächste Frage ist dann ja, wie kannst du die Leute, die also da mitmachen wollen, separieren von denen, die eher weniger Lust dazu haben? Das wird ja eine Riesenherausforderung für die Kreiswehrersatzämter,
weil natürlich die, die keine Lust dazu haben, die könnten auch sabotieren oder andere Dinge tun und die möchtest du ja eigentlich möglichst davon fernhalten, dass du ihnen Waffen in die Hand drückst, damit sie damit keinen Unsinn machen oder eben gegen die eigenen Leute vorgehen. Also das sind ja Schwierigkeiten, mit denen die Regierung jetzt umgeht. Also das ist ganz klar. Die bereiten sich jetzt schon drauf vor. Ich habe da schon erste Hinweise dafür. Und man wird also so eine Separation machen und damit werden eben genau das, was die Leute auch fordern, nämlich die Ampelwähler zuerst an die Front geschickt werden. Und da müssen sie eben für vorbereitet werden. Nun, das war es heute an der Stelle. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Auf Wiedersehen.